Da bin ich auch schon wieder für mich. Also ich mache hier Folge, Folge und Folge. Und für euch ist es wahrscheinlich leider einen Tag später. Aber das ist auch nicht so tragisch. Vorsicht, Gegner! Grundsätzlich. Weil, ja. Es hat sich nicht viel getan. Wir sind noch immer in dieser Situation, wo die uns angreifen. Was verlangt ihr? Und wir werden hier ein bisschen aufrüsten mit Verstanden, Hexertürmen. Meister. Meister? Ich gehorche, Meister. Hier bin ich, Meister. Habt Geduld, Meister. Wie kann ich dienen? Verstanden, Meister. Was verlangt ihr? Habt Geduld, Meister. Ja, dann haben wir hier auch gesichert, würde ich sagen. Was verlangt ihr? Du kannst hier ein bisschen Gern. spionieren, wenn du unbedingt willst. Aber die entwickeln sich zur lästigsten Gruppe, Gegnergruppe, diese Frostgolems, entwickeln sich wirklich zur lästigsten Gegnergruppe. Ist ja unmöglich, was die da aufführen. Krass. Das wird interessant. Meister? Vielleicht soll ich auch wirklich die Strategie planen, einfach Tower Defense hier einfach Türme bauen und immer weiter vorrücken. Aber die geben auch ganz gute Erfahrung, deswegen habe ich jetzt kein allzu großes Problem damit. Woher? Währenddessen müssen wir eh warten, damit wir so 80 Einheiten dann produzieren können. Ist was. So. Wir haben eigentlich alle, fast alle Gebäude. Feuerwerfer wäre vielleicht gegen Eisviecher ziemlich gut. Aber ja, muss nicht unbedingt sein, glaube ich. Trommler und Hornbläser haben stärkere Gut. Wirkung. Ihr könnt da mal hier hingehen. Da eine Holzfällerhütte bauen. Was verlangt ihr? Verstanden, Meister. Ich bin unwürdig. Ja, Meister. Aber die hauen schon ordentlich rein, diese Türme. Meist, das Gebäude ist fertig. Alles, was ihr wünscht, das ist leer. Meist, das Gebäude ist fertig. Meister? Meist, das Gebäude ist fertig. Was verlangt ihr? Danke. Was verlangt ihr? Danke. Alles, was ihr wünscht. Ich eile, Meister. Das ist leicht.
Du kannst den noch mal reparieren. Oh Gott. Hilfe. Hilfe. Was soll man da dagegen machen? Eine ausweglose Situation. So, aber wir müssen jetzt einen Strategieplan aufstellen. Und zwar, welche Einheiten werden wir produzieren? Hornbläser. Verstärkt unsere Musik gegen Zaubersprüche. Verstärkt einmal, ja. Wahrscheinlich Veteranen. Wir haben aber nicht so viel Eisen. Das ist ein bisschen problematisch. Branda. Totem. Schädigt Schmerz, schädigt Feinde. Totem finde ich eigentlich ziemlich nice. Aber Branda wahrscheinlich gegen Eisviecher irgendwie besser, oder? Und dann der Kämpfer. Speerträger, Kämpfer, Speerträger, Schläger. Ja, Holz haben wir genug, aber Kämpfer. Sollen wir Veteranen bauen? Die sind ziemlich krass. Und Kämpfer, Veteranen und Kämpfer. Mit Trommlern. Totem. Also Totem finde ich eigentlich ziemlich gut. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht gegen die Eisernen nicht unbedingt. Aber das ist auch, also, soll ich das riskieren? Ich habe nur 1050 Lehen, ja, what the fuck. Das ist weniger gut. Wo seid eigentlich ihr da bitte? Wo sonst? Ach so, die habe ich ja darauf geschickt, oder? Deswegen habe ich sie nicht mehr gefunden. Ja, toll. Toll, toll, toll. Ah. Wo haben wir hier sonst noch Lenia? 3 habe ich aufgeschickt, oder? Dann kommt ihr noch einmal dazu. Dorthin also. Einen Schnitterzelt. Ja, baut das hier hin. Bitte. Alles, was ihr wünscht. Hier können wir auch noch mal einen Weißgeistbrecher hinbauen. Was verlangt ihr? Verstanden, Meister. Ja, da scheitert sie jetzt an dieser Turmbarriere. Alles, was ihr wünscht. An dieser wunderschönen Turmbarriere. Turmbarriere. Da, 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 da. Turmbarriere. Was wollt ihr? Das ist halt schon teuer. 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 Was wollt ihr? Aber an dieser Stelle ein kleiner Versuch. Aber wie viel Lenia kostet das? Muss ich erst mal schauen. Der braucht Lenia 400. Das tut weh. Aber ich möchte das jetzt einfach mal ausprobieren. Ja. Und zwar habe ich irgendwo einmal gelesen, dass das möglich sein soll. Und zwar, wo ist das scheiß große Haupthaus? Wir bauen noch ein großes Haupthaus. Eisen habe ich eigentlich, Veteran ist ziemlich gut. Ja. Verbesserung ist fertiggestellt. Dann bauen wir mal Veterane. Unzählige Veterane. Und die, wo sollen sich die versammeln?
Party. Versammeln wir mal hier. Die sind halt schon teuer. Die sind sehr teuer. Ausgesprochen teuer. Und da habe ich nämlich gelesen. Soll, wenn man zwei Haupthäuser baut, dass man dann zwei Titanen bauen kann. Das habe ich irgendwo mal gelesen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, oder? Das wäre ja sonst... Ja, okay, die sind schon ein bisschen übertrieben teuer. Da kann ich... Okay, gut. 4 bis 5... Ding eigentlich bauen, Veteranen oder um das Geld. Zahlt sich auch nicht unbedingt aus. Ja, eigentlich 8 Veteranen oder mit Upgrade. Das Gebäude ist einsatzbereit. Nee. 80 kostet einer. Eisen, nur Eisen. Jetzt bin ich neugierig. Funktioniert nicht. Verdammt. Ja, okay. Ihr baut aber noch eine Schmiede, weil ich das Gefühl habe, dass mit Schmieden die Sachen schneller produziert werden. Ja, schon gut. Die Einheiten schneller produziert werden. Aber vielleicht bin ich das jetzt auch falsch angegangen. Vielleicht hätte ich erst den Titanen produzieren lassen sollen und dann quasi die Erweiterung und hier den großen Titanen produzieren lassen sollen. Vielleicht wäre es dann gegangen, dass man zwei Titanen gleichzeitig haben kann. Das Gebäude ist einsatzbereit. Wo ist jetzt die Scheiß... Alter, ich finde nie diese scheiß Schmiede. Hallo, da ist die Schmiede. Wohin? Schon dabei. Gut, wir produzieren... Ach so, den habe ich ja schon. Mehr Veteranen. Was zwar ziemlich teuer ist, aber was soll es... was soll's, Veteranen und Branda. Verbesserung ist fertiggestellt. Veteranen und Branda, ich liebe Veteranen und Branda. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt schon deutlich schneller, habe ich irgendwie das Gefühl. Wohin? Dann bauen wir noch eine Schmiede. Schmiede, Schmiede, Schmiede im Eilshause. Lasst uns lieber Krieg führen. Lol. Ach so, die habe ich gerade hingestellt. Ich bin schon leicht verwirrt, ist aber auch schon 0.47 Uhr bei mir. Das Gebäude ist einsatzbereit. Also, oh mein Gott, 2, 3, 4, 5, 6. Also die Müdigkeit ist dann vielleicht dann doch etwas verständlicher. Kommen tatsächlich hier auch die eisernen Soldaten. Interessant. Jetzt kommen sie auch hier. Okay. Sie haben ganz schön lang auf sich warten lassen. Ja, das ist meine Lieblingseinheit. Die ist einfach nur krass. Krass, krass. Krass. Ist einfach nur crack. So wie der Film.
Heftig. So, als nächstes. Branda. Holz habe ich ja grundsätzlich genug. Aber weil ich hier gerade sehe, wir haben 5 Ork-Typen. Die können wir gleich hier irgendwo sinnvoll einsetzen. Wo geht das? Wo haben wir noch viel? Oh, hier haben wir viel Holz. Gut, wir bauen hier eine Holzfällerhütte hin. Ja, hier haben wir ordentlich Holz. Langen Sitzen muss man sich zwischendurch einmal strecken, sonst kriegt man Rückenprobleme. Auf dieser Map könnten wir es sogar bis Stufe 27 schaffen. Ist ja auch interessant. Was willst du eigentlich, Junge? Willst du mich eigentlich verarschen oder so? Er will mich verarschen. In der Tat. Wow. Wir werden angegriffen. Die kommen erst jetzt, die Eisernen. What? Nee, oder? Sehr eigenartig. Ich habe die Befürchtung, dass jetzt irgendwann, weil wir so lange brauchen, einen krassen Sturm auf uns loslassen. An eisernen Soldaten. Das wäre natürlich weniger praktisch. Meister? Du kannst dich ja mal hier hinstellen, deine zu einem Meister. Typ, dass die nicht meine Türme zerstören. Aber das ist ja alles kein Problem. Ja. Nee, die halten es. Die machen die ordentlich fertig. Und hier auch. So. Very nice. Es gäbe ja auch seinen kleinen Cheat, wo man die Spielgeschwindigkeit erhöhen kann. Das wäre äußerst praktisch, damit man Laufwege quasi verkürzen kann und die Einheitenproduktion verkürzen kann. Das wäre jetzt auch ziemlich praktisch, dieser Cheat. Den weiß ich aber momentan nicht. Ja, ein bisschen schade eigentlich. Könnte ich jetzt gut einsetzen, damit wir da in 5 Minuten das auf 80 erhöhen könnten und 80 Einheiten produzieren könnten. Naja. Okay, okay. Was hast du gemacht? Ganz ehrlich. Greift doch tatsächlich dieser lebensmüde Veteran an. Ich muss sie doch tatsächlich hier weiter oben platzieren. Sonst habe ich dann Einheiten produziert und dann gleichzeitig die Einheiten alle wieder verloren. Weil die einzeln in die Horden der Feinde hineinlaufen und dadurch natürlich kaputt gehen. Naja. Wir könnten eigentlich schon einen Angriff wagen, aber... Naja.
oder das laufen lassen, bis irgendwann keine Einheiten mehr spawnen. Wäre natürlich auch möglich. Könnte man gut leveln, aber so krass zu leveln ist eigentlich gar nicht notwendig. Ich bin aber gespannt, was jetzt noch für Karten kommen. Sechs Eisgolems, alles klar. Die wollen mich doch jetzt verarschen, oder? Jetzt kommen die da rein. Die wollen mich doch jetzt verarschen. Die Eisernen greifen mich jetzt aus der Richtung an, wo ich keinen Schutz habe. Not funny. Not funny. Das ist ein Hinterhalt. Das ist in der Tat ein Hinterhalt. Also die stürmen da von hinten in mein Lager rein. Die sind clever. Die sind sehr, sehr clever. Die brauchen halt so lang, das ist schon nicht so toll, wenn die so lang brauchen. Haben stärkere Wirkung, brauchen wir das überhaupt? Fragezeichen. Brauchen wir Holz in Lenia? Kampfstärke verstärkt, das wäre halt schon, ja, schwierig. Das wäre halt schon gut. Irgendwie. Das ist Krieg. Tue wie befohlen. Für den Klan. Vorwärts, vorwärts! Heiler bräuchte ich, aber die gibt's hier nicht. Alter, wie viele? Wie viele? Einfach mal, das ist auch das Schöne an Spellforce hier. Schön ruhig eigentlich. Kann man sich immer zurücklehnen und entspannen. Ein bisschen gehen, ein bisschen schlafen. Einfach beobachten, wie die Einheiten produziert werden. Das zwar sehr langsam, aber was soll man machen? Ich glaube, ich werde einfach ein paar Trommler. Erzeugen. Das ist halt auch richtig nice irgendwie. Ah, schwierig, schwierig. Alter. Sieben, jetzt kommen schon sieben. Jetzt kommen schon sieben auf einmal. Wow. Es werden irgendwann 100, oder? Krieg! Bin schon auf halbem Weg! Bin schon auf halbem Weg! Lauft! Jawohl! What are you doing?
You're killing my friends. That is not funny. Not funny. Aber sie haben meine... Wisst ihr was? Ich lasse die jetzt einfach einmal da mich entdecken. Ihr macht auch nichts. Sollen sie mich doch entdecken, wenn sie unbedingt wollen. Bin ich gespannt, was dann kommt. Da kommt die Riesenarmee des Grauens oder was? An eisernen Soldaten. Da bin ich wirklich gespannt, was dann kommt. Wie kann ich gemobben? Dann bauen wir mal hier einen Hexeturm hin. Verstanden, Meister. Was ist jetzt eigentlich aktuell der Quest? Okay, Sartarius. Okay. Den müssen wir mal befreien. Und hier kommt jetzt wahrscheinlich der Mega-Ansturm der Eisernen. Ich bin unwürdig. Alles, was ihr wünscht. Das ist leicht. Ich bin unwürdig. Ich gehorche. Ja, Meister. Wir haben keine dunkle Elfenkampfeinheit. Das ist so traurig. Aber das haben wir eh genug, ja. Ja, an diesen Türmen, glaube ich, kommt niemand mehr vorbei. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich bin unwürdig. Sofort, sofort. Gut, dann bauen wir noch ein paar Geistbrecher. Dann dürfte es hier auch genügen, oder? Ja. Es wäre halt jetzt dann ganz schade, wenn hier da in der Mitte die Gegner rauflaufen würden. Alles, was ihr wünscht. Und weil ich es kann. Was verlangt ihr? Danke, Meister. Ja, Meister. Hier bin ich, Meister. Ich gehorche, Meister. Ich bin weil unten. Ich es kann. Meister. Ganz einfach. Das schaut schon einmal ganz gut aus. Ich und mein Turmwahnsinn. Das sieht ausgezeichnet aus. Und hier so habe ich das jetzt schon verbessert, die Hornbläser? Fragezeichen. Verbesserung ist fertiggestellt. Mache ich einfach mal. Ja, okay. Vielleicht nützt es was, vielleicht ist auch eine große Hilfe. Ich habe keine Ahnung, aber probiere ich einfach mal aus. Jetzt habe ich insgesamt 21. Brauche ich noch mal 7 Veteranen. Ja. Aber wir dürften die Karte jetzt schon eigentlich ziemlich gut im Griff haben. Wie kann ich die? Ja. Bin schon da. Ja.
bin ich nur neugierig, wenn ich hier mal kurz erkunde, was dann so passiert, wenn ich hier erkunde. Ja. Ich komme hier wahrscheinlich nicht weit. Ich gehorche. Weil hier wahrscheinlich wieder so Eis, Frost, Golems mir im Weg rumlaufen würden. Aber ich könnte hier schön vordringen und dann Turmbarrieren bauen. Immer heimlich weiter vordringen. Das werde ich jetzt gleich einmal versuchen. Leichte Schnupfen habe ich da. Auch. Komischerweise. Bin schon da. Oh, ja, ja, gerne. Ich wusste es. Schnell, schnell, schnell weg. Schnell gerne. Weg, schnell weg. So, und hier Veteranen. 49er Veteranen. Ich liebe Veteranen. Jetzt kommen sie endlich. Verspätet aber doch. Verspätet aber doch. Alles, was gewünscht. Ich gehorche, Meister. Wie kann ich dienen? Habt Geduld, Meister. Alles, was ihr wünscht. Gerne. Das Gebäude ist fertig. Okay. 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 Interessant. Sehr interessant. Meister? Ja, Meister. Ich bin unwürdig. Ich gehorche, Meister. Wie kann ich dienen? Verstanden, Meister. Noch einmal kurz speichern. Wie kann ich dienen? Und wir erkunden weiter. Gerne. Das ist schon etwas problematischer. Ja. So. Oh, oh, oh. Gerne. Ah, da kommen sie her. Gerne. Da kommen sie her, diese Banausen. Diese Banausen kommen alles, daher. Alles, was ihr wünscht. Ja. Und was ist hier noch so? Bin schon da. Gerne. Ich hoffe nichts Unanständiges. Ich gehorche. Oder? Sofort, sofort. Hier ist doch sicher. Ja. Oh. Bin schon da. Hier ist noch so ein Frost-Troll-Lager. Hier mit diesem. Hier könnte ich allerdings Türme hinbauen. Meister. Ich will nicht. LOL! Nein! Hilfe! Hilfe! Meister, Hilfe! 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 Wow! Die habe ich jetzt ein bisschen unterschätzt. Dass die so krass angreifen. What the hell? Meister! Ein Überfall auf die Stadt! What the hell? What the hell? Die sind schon nein! What the... Meister, ein Überfall auf die Stadt! Ja, ich weiß, dass das ein Überfall auf die Stadt ist. Ich weiß! Ich weiß, Hilfe! Hilfe, Hilfe! Hilfe! Gerne. Hilfe! Die sind schon nein! Ja, Meister! Nein! Ja, Meister! Ja, Meister! Ich will nicht sterben! Sofort, sofort! Nein! Bin schon da! Ja! Nein! Nein, nein! Bin schon lasst da. Mich in Ruhe! Gerne. Alter, was ist das denn? Was ist hier auf einmal los? Was ist hier los? Gerne. Ich gehorche.
Sie sind schon in der Stadt. Was ist hier los, um Gottes Willen? Shit. Das ist ja richtiger Shit einfach nur. Ja, der Geistbrecher ist da noch langsam aber kaputt, oder? Danke. Alter. Alter. Meister? Ich habe hier umsonst Türme gebaut. Gary, wir sind schon in der Stadt. Ich will nicht sterben. Nein! Ich kann nicht so. Nein, geh weg, geh weg. Jetzt ist er tot. Ich brauche mehr Türme. Ich brauche definitiv mehr Türme. Bitte mach die doch endlich kaputt. Schieß den kaputt. Jetzt brauche ich definitiv mehr Türme. Ich bin unwürdig. Deine Meister. Ich gehorche. Danke. Wie kann ich ihn sofort zu Wort? Habt Geduld, Meister. Ich bin unwürdig. Ich gehorche, Meister. Da ist keiner durchgedrungen, oder? Alter, holy shit. Hier bin das, Meister. Was ist das? Also die habe ich echt ein bisschen unterschätzt. Diese Eisernen. Brauche ich noch 3. Wie kann ich dienen? Hier bin ich, Meister. Gerd. Es tut mir weh. Verstanden, Meister. Hier bin ich, Meister. Ach, ich bin Meister. Alles, was ich schon da. Ich gehorche. Ich gehorche, Meister. Heftig, heftig. Meister, das Gebäude ist fertig. Was verlangt ihr? Danke. Ich bin unwürdig. Verstanden, Meister. Aber jetzt darf dann doch wohl nichts so schief gehen, oder? Also wenn es jetzt dann schon meine Turmbarriere durchbrecht, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja, jetzt sind sie recht stark, diese Barrieren. 7 Eisgolems, Hilfe! Das Gebäude ist fertig. Alles, was ihr wünscht, das ist leicht. Wie kann ich dienen? Verstanden, Meister? Reparieren. Immer reparieren. Ich bin unwürdig. Ich eile, Meister. So schnell reparieren, wie du kannst. Habt Geduld, Meister. Aber jetzt habe ich keine Bedenken mehr, dass hier etwas durchkommen kann, durchdringen kann. Ja, Meister. Es wäre dann schon etwas übertrieben, wenn so viele Eisernen kommen, dass sie hier alles plätten. Das wäre in der Tat sehr gut. Wie kann ich dienen? Ich gehorche. Alter. Danke. Meister, ich gehorche. Ich gehorche, Meister. Ich eile, Meister. Hab Geduld, Meister. Meister.
Das Gebäude ist fertig. Wenigstens lassen sie auch ein bisschen Loot da. Ach ja, hier ist noch diese Sklave. So, an dieser Stelle aber erneut ein kleiner Cut. In der nächsten Folge, da muss ich mir jetzt nicht überlegen, ich glaube, ich lasse das Spiel wieder ein bisschen laufen oder schaue diesen Cheat nach, der die Spielgeschwindigkeit erhöht. Kann natürlich, wäre natürlich auch eine Option. Oder ich lasse jetzt einfach laufen, produziere 80 Einheiten offscreen. Weiß nicht, ist das interessant zum Zuschauen? Fragezeichen. Jedenfalls für diese Folge, tschüss mit die und ciao mit au.